Ja, hallo, willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster mit dem sechsten Teil der Karriere Downtown. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, wir haben hier die also Achterbahn gebaut. Zuletzt. Ja. Ja, wir müssen halt warten, bis wir unsere 5000 Dollar pro Monat haben. Und, ja, das dauert ein bisschen noch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist eigentlich jetzt hier. Also, hier ist die. Ne, hier ist die nicht. Wo war der Eingang? Hier war der doch irgendwo. Da ist der Eingang. Ja, okay. Da kommen noch nicht so viele rein, weil wir haben gerade mal 40%. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Gebäude. Okay, weiter geht's. Habe ich gerade auf Pause gemacht. Ja. So, wir haben hier den Sandstein genommen. Bevor wir da ein Dach draufsetzen, machen wir das Innenleben. Sprich, wir suchen Szenerie. Erstmal bearbeiten wir das Gebäude. Dann Szenerie. Jetzt machen wir Ritter. Ritter. So, und hier packen wir den so ein bisschen hin. Wenn man ihn hier so ein bisschen auf die... Ah, so jetzt. So, ziehen wir den so ein bisschen. Mal gucken, ob das so passt. Ah, muss man noch ein bisschen zurückziehen. So, so sollte es gehen. Jetzt kopieren wir uns den Kameraden. So. Jetzt nehmen wir einen Wache, eine Wache, einen Wache. So. Stellen wir den hier hin. Ja, kann man so. Oh, steht er da so? Na nun, wo sind denn unsere Gitter auf der anderen Seite? Da haben wir ja gar keine Gitter. Also ehrlich, also wirklich. Der ist gerade, den nehmen wir. So, jetzt haben wir die alle vergittert. Jetzt bauen wir noch ein paar Fackeln dran. Ein paar Fackeln. Genau, die hier. So. Wir hoffen ja, dass das jetzt gleich alles mal beendet ist hier. Sprich, dass wir das geschafft haben. Müssen wir gleich mal gucken, wie weit wir da sind. Ich meine, mit unserem Spielziel halt, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo packen wir die hin? Hier so, würde ich sagen. Ja. Dann können wir die auch kopieren. Einmal hier einen hin. Und einmal hier. So. So, wollen wir mal gucken, wie das aussieht.
5% hat er jetzt? 87%. Naja, jetzt kommt noch ein Dach drauf. Meine, wir könnten da hier noch ein Schwert oder so hinhängen. Mal gucken. Haben wir bestimmt irgendwas. Ein kleines Dekoschwert. Ja, pass auf. Aufpassen. So, jetzt können wir das kopieren. So. Sieht ein bisschen doof aus, ne? Machen wir nochmal zurück. So. Mal gucken, wie ich das hinkriege, dass der so gekreuzt ist, weißt du? So, mal gucken. So ging das. Wollte ich zwar nicht so machen, aber wir haben hier unsere Winkelausrichtung. Dann kann ich den so. So, so ist gut. Na, das sieht doch in Ordnung aus, oder? Gucken, ob ich das hier irgendwie. So. Nee, will nicht so wie ich will, das ist doof. Dann machen wir es anders, dann nehmen wir einfach nur ein Schild. So ein kleines Schild, ja. Also hier kann ich das vor und zurück machen. Hm. Egal. Machen wir halt einfach so. Und ein Schwert, gucken wir mal. Das ist ein bisschen groß. Nehmen wir doch das kleine Schwert. Das hier so daneben war, würde ich sagen. Also lasse ich das jetzt, egal. Hier kann man das Riesenschwert drüber hängen. Das ist Jennis hier. Das müssen wir auch nochmal ein bisschen verschieben. So. Na, ein bisschen Deko hier ist, will. So, hier hängen wir auch noch eine Fackel hin, oder? Brauchen wir hier eine Fackel? Schild hier so hin. Ja, ist in Ordnung so. So kann man es lassen. Jetzt kommt hier oben noch ein Dach drauf. Da machen wir ein Flachdach. Auch Burg.
So. Okay, haben wir. So, dann nehmen wir unsere Burgzinnen erstmal. Gucken, kann ich den hier nehmen? Wäre ganz cool, wenn ich den nehmen könnte. Jetzt gibt es leider kein Zwischenstück hier. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ja, so geht das. Ne, dich wollen wir aber nicht haben. Dich wollen wir haben. Du kleiner Pöllemann, ne? So. Na, so sieht's auch okay aus. Hier machen wir jetzt komplett rum, hier auch. Hat die kündigt, der Sicherheitsmann. Ah. Da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Aber erstmal bauen wir das Dach zu Ende. So, warum hast du gekündigt? Mal gucken, hat er zu hohe Arbeitsauslastung gehabt oder was? Oder war der einfach nur zu faul? Alter! Geht denn hier ab? So, mal gucken. Ja, verdient er gleich 300. Ach, hier müssen wir wieder auf Pause machen, ne? Das haben die immer nicht gefixt. Naja. Mal sehen, vielleicht beim nächsten Update oder so. So, dann verdient er 330, dann sind wir wieder in der Regel. So, jetzt stellen wir mal einen Animateur ein. Den brauchen wir nämlich noch. Was nehmen wir denn für einen? Captain Eisenkiefer? Dexrex? Nee. Welchen nehmen wir denn jetzt? Prinzessin Amelie. So, und los, arbeiten gehen. Tu, was ich dir sage. So, mal gucken, was hier los ist. Oh, jetzt haben sie aber alle technische Probleme hier, wa? Ah, wir haben schon einmal 5000 verdient. Das ist schön, 6000 sogar. Das ist gut. Dann läuft der Park, dann können wir uns jetzt um andere Sachen kümmern. Vielleicht bauen wir gleich noch ein Fahrgeschäft. Wir wollten ja unsere Hecke hier noch weitermachen. Ja, das habe ich nicht vergessen. Ja, genau, hier die Hecke wollten wir weitermachen. Genau, hier haben wir den Garten. So. Hier könnten wir auch noch ein Fahrgeschäft hinbauen, wa? Was haben wir noch an Fahrgeschäften? Was wir noch nicht haben, wohlgemerkt. Tristorm, haben wir den Tristorm schon? Ich glaube ja, den haben wir schon, ne? Oder? Naja, was bist du? Ne, Tristorm haben wir noch nicht. Okay, dann nehmen wir den Tristorm gleich mit dem Fahrskin. Hyperspin. Hyperspin. Ne, habe ich nicht da. Plus 7000, jawohl.
Naja, haben wir gleich geschafft, ist ja super. Gut, dann brauche ich hier auch nichts weiter zu bauen. Dann machen wir erstmal unsere Hecke weiter, würde ich sagen. Ah, warte mal, wir müssen ja hier hinten noch. Hahaha, fällt mir gerade ein. Sicherheitskameras bauen. Hier haben wir noch keine. Und Licht. Sicherheitskameras und Licht. Ja, wird gut besucht, die Bahn. Hat die überhaupt 100%? Ja, hat sie jetzt. Ah, lassen wir die so. Gut. Dann wollen wir uns erstmal um die Sicherheitskameras kümmern. Da brauchen wir nicht. Die Sicherheitskameras. Bauen wir hier ein. Alle 15 Meter immer eine, wie ich schon mal gesagt habe. Nicht Windows. Bin ich auf die Windows-Taste gekommen. So. Stellen wir mal hier so hin. So, und jetzt wollen wir Beleuchtung nehmen. Schon mal gucken. Nehmen wir hier die Straßenlaterne. Ja, so ist es. Rausziehen. Kann man nämlich auch gut in die Wand verstecken, diese Laternen. Dann kann man die nämlich schön ein bisschen versetzen hier. Aber ich sehe schon, das ist ein bisschen schwer umzusetzen. Nicht geeignet dafür. Gucken, haben wir. Ah ja, wir haben ja noch Gebäude. Gebäudelampen. Genau, warte mal, wo haben wir sie denn? Nicht Szenerie, Gebäudelampenbranche. Hier haben wir sie. So, da sind sie. Müssen wir nur das Burg wegmachen. Gucken. Nehmen wir doch die hier. Ja. Und die schieben, kopieren wir jetzt und auf die andere Seite. So, und hier drinnen bauen wir dann auch noch eine Sicherheitskamera ein. Müssen wir nur mal gucken, wo wir die hinpacken. Genau, da packen wir die hin. Gehen wir auf Szenerie. Das ist nämlich diese hier. An Oberfläche ausrichten. So, dann haben wir hier auch eine Sicherheitskamera im Gebäude. Das sollte aber reichen. Ja, dann wäre das auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir ein bisschen unsere Sicherheitsleute im Auge behalten. Was die so erzählen. Die sind zufrieden. Der ist auch zufrieden. Also verdienen tun sie jetzt auf jeden Fall genug. Also sie verdienen genug Geld. Na, mal gucken. So, wir kümmern uns jetzt um unsere Hecke weiter. Endlich mal. Machen wir erstmal die eine Seite fertig. Einige Läden. Häfen. Einige Läden sind sehr überlaufen.
Dafür, dass sie nicht so vom Eingang zu erreichen sind, ist da ganz schön was los, ne? So wie mir die Nachricht immer kommt. Finde ich schon der Knaller. So. Jetzt kopieren wir uns das Ganze nicht. Nein. Gut, jetzt bearbeiten wir das. Kopieren. Lösen wir jetzt vom und schieben wir das genau hier ran. Da wollen wir ja noch ordentlich machen, alles wahr? Ich meine, wir können ja wir können ja die Hecke dann ein bisschen breiter machen. Ist ja jetzt auch nicht mehr so wild. Das Einzige, was ich hier noch hinsetzen werde, sind die Kameraden. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Aber es wird, es wird, es wird. Wer nichts wird, wird, wird. So, hier machen wir auch unsere Absperrungsdinger. Die 2 Meter reichen die? Ja, die reichen. Damit die Leute hier nicht durchlaufen. Also das haben wir ja gesehen, das funktioniert 1A. Man kann auch das Band ändern, also die Farbe von dem Band. Aber muss nicht unbedingt sein. So. So, jetzt geht's hier mit den weiter. Nein, wir bearbeiten das einfach. So, bis hierhin ist die Aussparung halt. So, bis hierhin. Kopieren. Und dazwischen kommt dann halt die Hecke. So. Jetzt werden wir die Hecke nehmen. So, die stellt man jetzt gerade hin. Am besten so von der Vogelperspektive, dann kann man es genau sehen, am besten. So, jetzt gucken wir mal, wie es. Das sieht ja okay aus. Obwohl, wir können den noch ein bisschen. Ne, können wir so lassen. So, jetzt ziehen wir einfach hier rüber. Das machen wir, kopieren wir jetzt uns komplett. Das ist der Vorteil, wenn man halt. Nein. Das ist halt der Vorteil, wenn man
das im Gebäudebau macht. Man kann das schön alles markieren und kopieren. Das geht nicht, wenn wir das im normalen Modus, sag ich mal, machen. Dann können wir das alles schön direkt kopieren. So, jetzt müssen wir das aber anders behandhaben. Weil hier ja der Mülleimer ist, machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir kopieren uns das. Nein. So kopieren meine ich. Dann zieht man das hier rüber und dann hat man so eine schöne Aussparung für den Mülleimer. So, jetzt kopiere ich mir das Ganze wieder. Tutto completo. Dann ziehe ich mir das hier rüber. Und dann muss ich gucken, ob hier noch irgendwo ein zweiter Mülleimer ist, aber keiner. Das ist gut. So, jetzt können wir das wieder so kopieren. Und hier hinten machen wir halt nur die letzten beiden. So. Und fertig ist unsere Hecke auf der Seite. Und hier kommt jetzt keine Hecke hin, hier pflanze ich gleich ein paar Blumen. Oder ein Bäumchen. Ne, einen Baum machen wir hier hin. Obwohl, ich muss gucken. Bäumchen ist auch doof. Warte mal, was haben wir hier? So einer hier, wa? So? So, wa? Würde ich sagen. Na, so ist doch gut. So kann man. Ja, wir hätten auch hier jede Menge Platz, aber wir haben ja bald die Mission geschafft. Brauchen wir uns also nicht mehr so großartig anstrengen. 2 von 3 Monaten haben wir. Haben wir gleich gepackt. Aber wir bauen das noch zu Ende hier, damit der Park relativ im finalen Bereich ist. So, jetzt haben wir ja hier. Okay. So, jetzt bearbeiten wir das. Und geschafft. Mission beendet, aber wir bauen das noch zu Ende. Ja, gerade so mit 5063, aber geschafft ist geschafft. So. So, dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Müssen wir nur einen nehmen erstmal. So, den machen wir wieder ab vom Gebäude. So kann man nämlich individuell alles machen. So. Okay. Habe ich schon einen zweiten. So. Mal gucken, bis hier hinten hin. Oh, hier ist eine Mülltonne kaputt. Müssen wir gleich mal reparieren. Noch einen? Passt das so? Was meint ihr? Müssen wir gleich mal gucken, ob das passt. Erstmal müssen wir sehen, dass wir die Mülltonne hier reparieren. So. Dass die auch immer alles kaputt machen müssen, die Hupen. Die Hupenpupen. Das ist gewollt und nicht gekonnt. Also wirklich, also ehrlich. Jetzt müssen wir hier wieder. Also, dass man das immer wieder zurückstellen muss, finde ich auch bescheiden. Aber naja. Das ist wirklich Jammern auf verdammt hohem Niveau. Wenn man mal so sagen darf. So, jetzt haben wir es auf einem Level.
Ja, bis hierhin kommt das und dann machen wir hier noch einen schicken Eingang. Den verschieben wir. So. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Gucken, wo ist unsere Hecke? Da ist unsere Hecke. Ich sehe gerade, hier ist auch ein bisschen gay. Verschieben wir auch mal. So. So, so und so und so, weil das so ist. Warum ist das so? Weil das so ist. Genau. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir hier. Ich würde sagen, wir machen erstmal unsere Hecke. Die kopieren wir uns. Und ziehen wir die mal hier rüber. Und man sieht, eine gute Entscheidung, dass ich es nicht im Gebäude gemacht habe. Gut. So. Das ist das nämlich, was ich meine. Wenn ich das nicht im Gebäude mache, muss ich die wieder alle einzeln kopieren. Aber wir haben ja Zeit, wir haben jetzt keinen Druck mehr. Wir haben die Mission geschafft, die Karriere. Wisst ihr, mehrere Läden sind wieder nicht vom Eingang zu erreichen. Ich frage mich nur, warum die da hinkommen und einkaufen wie die Wilden. Aber mir soll es egal sein. So, jetzt machen wir hier. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz symmetrisch, aber scheiß was drauf. Also der hier ist ein bisschen breiter als der da. Aber das ist ja nur ein Vergnügungspark. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist es nämlich, was ich meine. Deswegen muss ich den was breiter machen. Damit wir hier so eine schöne Aussparung wieder haben für den Mülleimer. Das machen wir jetzt hier komplett durch. Dass alles auch seine Ordnung hat. Wir könnten jetzt hier auch noch was machen, aber das spare ich mir jetzt einfach mal. Und warum? Weil ich es kann. So, dann kopieren wir uns den mal. Von der anderen Seite mal ran. Ran an die Buletten. Gucken, ob wir das gerade hinkriegen, so ungefähr, ja. So. Jetzt kopieren wir uns den nochmal. So, jetzt bearbeiten wir den. Wieder ein Stück Hecke fertig. Wir gucken gerade mal in der Parkverwaltung, was unser Sicherheit sagt. Alles gut. Hier gucke ich immer, ob noch irgendwo welche Mülltonnen oder Bänke kaputt sind oder sowas. Bräuchte ich zwar nicht, weil. Alter, hier ist ja voll. Mülleimer voll. Dann stellen wir hier noch eine Reinigungskraft an. Personal, ich verdiene ja jetzt hier noch. So, kannst du mal sauber machen. So, wir gucken, was die hier verdienen. 170. Ja,
170 von Anfang an. So. Er macht jetzt schön sauber da, das ist gut. Walte deines Amtes, mein Freund. Fein macht er das. So, bearbeiten wir mal das Gebäude. Das Blöde ist halt, man kann hier nicht so, man kann nicht so ein ganz kleines Stück Mauer hier hinsetzen, dass das gerade so reinpasst. Da muss ich halt so ein großes nehmen. Aber so ist in Ordnung. Würde ich mal so sagen. Halt. Dann müssen wir die halt notfalls abtrennen vom Gebäude. Dass wir die dann so hinschieben können, wie wir sie brauchen. Wie den hier zum Beispiel. Hier habe ich nämlich zwei genommen. Ist einer überflüssig. So, und hier kommt dann auch wieder diese breite Hecke hin. Muss ich mal gucken. Ja, muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Jetzt zählt das Telefon, aber ich lasse es mal schellen. Ja. Szenerie. Hecke. Und dann stellen wir die Hecke hier mal hin. So. Gut, dann war das nicht so energisch, das Telefon. Warum mache ich das so? Ganz einfach, damit ich sehen kann, wie viel Platz ich brauche von dem Mülleimer her. Weißt du, wisst ihr, dass ich den ausspare? So. Den kopiere ich mir jetzt einfach und ziehe den hier immer bis hier hinten hin halt. Ah. So. Ziehen wir den hier runter. Ja, wenn ich die Hecke fertig gebaut habe, denke ich mal, reicht das dann für heute und dann ist unsere Karriere vorbei und dann nehmen wir die nächste uns vor. Beim nächsten Mal fangen wir mit der nächsten dann an. Genau, so. Na, das sieht doch mal gut aus. So, jetzt kopieren wir uns die hier. Immer wieder von oben ran hier an die Buletten. Ich würde sagen, so, wa? Weiß nicht ganz gerade, oder? Ja. Na komm. Er dreht sich. Er hat einen Drehwurm. So, gucken wir mal. Alter. So setze ich den jetzt. Das ist immer eine ruhige Hand, die Frage. Wenn man eine schnell reagierende Maus hat, so wie ich, dann ist das ein bisschen bescheiden, sozusagen. Aber wir haben es geschafft. So, das haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, hier ist ein Haus. Hier ist die Achterbahn. So, jetzt nehmen wir einfach mal...
Ich muss mal gucken, ob das geht, wenn ich die alle hier so markiere. Ne, kann ich nicht. Schade. Das meine ich, da kann man, wenn die so machen, könnte man machen, alle markieren, aber so kann ich die entweder nur verschieben oder nur wegnehmen. Also nur verschieben halt oder löschen. Und das ist ja nicht der Sinn der Übung. Da müssen wir echt sagen, kopieren. Jetzt habe ich wieder auf Pause gedrückt. So, jetzt kann ich wieder hier das im Gebäude bearbeiten. Weil das dann wesentlich einfacher ist mit dem Kopieren für die Hecke. Ne? So, wollen wir mal die Hecke nehmen. Die kecke Hecke. So kann man das genau sehen dann. Seht ihr? Das ist das, was ich meinte. Aber die ist, wobei die auch nicht hundertprozentig gerade ist. Das sieht man an den Pfeilen hier halt. Haben wir hier einen Mülleimer? Ne, hier haben wir eine Bar. Doch, hier haben wir einen Mülleimer. Da werde ich jetzt mal zur anderen Seite schwenken. Ob das von der Breite her passt mit dem Mülleimer? Ja, passt. Das ist immer gut. Ich weiß jetzt noch nicht, welche Karriere als nächstes kommt, aber die werden wir auf jeden Fall machen. Weil ich wollte ja alle Karrieren, die es gibt, durchspielen. Einfach mal um einen Weg aufzuzeigen, wie man die Karrieren einzeln auch lösen kann. Es gibt ja Leute, die tun sich da schwer oder wollen einfach mal einen anderen Lösungsweg, wie sie es hatten. Soll ja mal vorkommen. Was ich persönlich auch nicht so schlimm finde, man sollte sich immer so ein bisschen versuchen zu verbessern. However, ich sehe gerade, der passt hier so nicht so wirklich. Doch, jetzt. Und schon ist die Hecke fertig. Jetzt gehen wir hier zu dem. Das Gebäude, jetzt kommt die lange, genau. Jetzt kommen wir. Dann gehen wir erstmal hier zu dem Mülleimer. Und platzieren unsere Hecke erstmal, dass wir den. Dass wir wissen, wie breit wir kommen können. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich würde sagen, so war. Ja, so. So ist gut. Wenn man halt mehrere kopieren kann, ist es einfacher halt. Ja, logisch. Jetzt markieren wir uns die alle. So ist es viel, viel schneller alles. Sagen so bis hierhin war.
So, kopieren. So. Wir nehmen den einzelnen hier, kopieren den, gehen wieder auf der anderen Seite. Ja, ich habe es gesehen, hier müssen wir auch noch ein bisschen Hecke bauen, aber es wird kein Problem werden. So. Wie man sieht, ist das alles krumm, schief und krumm. Das heißt, wir müssen uns den wieder gerade ziehen. So, mal gucken, jetzt ziehen wir so ein bisschen raus. So würde ich sagen, ne? So. Wobei die wir abtrennen, damit das alles seine Ordnung hat. So. Können wir mal gucken, ob wir das hier komplett rüberziehen können. So. Mal gucken, wie wir das jetzt hier lösen. Ich glaube, da habe ich schon eine Idee. I think I have an idea. Ich setze den einfach so ein bisschen schräg hier rein. Wie ihr seht, ist der auch ein bisschen schief geworden. Wir müssen uns jetzt die ganze kopieren hier und dann ein bisschen runterziehen, wenn ich ein kleines Stückchen. So, jo, fertig. Was sagt ihr? Mir gefällt das. Ja, unser kleiner feiner Park. Oh, hier haben wir doch was übersehen. Dass ich das nicht gesehen habe, den müssen wir auch noch ein bisschen Hecke bauen. Ich überprüfe das dann immer zum Schluss noch mal so ein bisschen. Das habe ich in den vorigen Videos zwar nicht so gemacht, aber warum nicht?
So kann man es lassen, wa? Würde ich mal sagen. Ich wollte doch noch irgendwo was bauen. Warte mal, war doch hier auf der Seite. Wo war das? Ah, hier. Ne, hab ich schon. Okay, habe ich hier den Baum hingesetzt. Okay. Ja, dann war es das, ne? So sieht unser Park von oben aus. Ja, und so sieht er halt von unten aus. Zum Abschluss fahren wir jetzt so zweimal mit der Achterbahn, mit den Achterbahnen, mit einmal mit einem Besucher mit. So, mal gucken. Ah, hier haben wir das ja so gemacht, ja. Na hier, sie muss auf Toilette. Aber mit der Achterbahn fahren, wa? Toilette und Achterbahn fahren, das sind mir die richtigen. Na, dann fahren wir mit der Achterbahn. Oh, ist ein bisschen eng, wa? Aber passt noch. So, jetzt warten wir, bis die raus sind. Und los geht's. Wollen wir mal gucken, was die so sagen. So kann man auch gucken, was die anderen so machen. Dein Sitznachbarn. Die freuen sich alle. Mal gucken. Ja, sieht ja gut aus. Kann man ja nicht meckern, die beiden Achterbahnen so. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt aber schnell auf Toilette mit dir, du. Die müssen alle auf Toilette. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt gucken wir hier bei der. Fahren wir hier auch nochmal mit zum Schluss. Oh, ist auch wegen Überfüllung geschlossen. Wir fahren mit ihm hier mit. So, jetzt warten wir, bis die. Ja. Sieht gut aus, ne? Haben wir noch gut gebaut. So, jetzt kommt die hier. Jetzt kommt die Bahn. So. Steigen die erstmal alle aus. Raus mit euch. Alle zufrieden. Sehen alle lustig aus. So muss das sein. Oh, hier sind schon viele Leute drin. Wenn die alle raus sind, so gehen wir rein. Yeah. So, und auf geht's. Was sagt unser Nachbar? Der freut sich. Oh, mal gucken. Jetzt geht's ab. Nette kleine Strecke. Hier, er freut sich. Ja, das war's dann für heute auch schon. Na gut, man sieht sich beim nächsten Mal. Bin gespannt, was das dann für eine Karriere wird. Hier ist nochmal der zwischen den Hochhäusern der Eingang, den wir gebaut haben. Ja. Ja, man könnte natürlich noch viel mehr mit dem Park machen, aber ich denke mal, das reicht erstmal. Wir haben ja ein bisschen was gebaut, wir haben die Karriere geschafft und das war das Wichtige. Gut, ich verabschiede mich jetzt zum letzten Mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein paar Kommentare unten da lassen. Ja, ich freue mich auf Feedback. Bis dann, ciao.